Zuerst zeige ich euch unser hausgemachtes Rotkraut. Rotkohl aus Zwiebeln, Speck, Preiselbeerschmand, Rotwein, Orangensaft und Apfelsaft. Zwiebelwürfel an. Glasig sind. So, dann löschen wir das Ganze ab mit Rotwein. Und ganz wichtig, Preiselbeerschmand. Damit haben wir jetzt einen schönen Sud. Das aufkochen lassen. So, in den Sud geben wir unseren Rotkraut rein. Doppelt so viel Zucker. Ein bisschen Pfeffer. Nelken, Piment, Rohbeer. Einfach Rohbeer. Nach 45 Minuten, eventuell bis 60 Minuten, je nach Dicke vom Rotkraut, nochmal köcheln lassen, bis es eben schmackhaft ist und noch bissfest. So, ca. nach 15 Minuten lassen wir jetzt den Speck aus. Verliert quasi sein ganzes Fett und brauchen dann quasi als Verstärker, als Geschmacksverstärker von der Rotkraut. Speck. In der Zwischenzeit geben wir einen kleinen Spritzer Essig in das Rotkraut rein. Quasi noch in einer schöneren Farbe. Glänzt das schön und natürlich auch geschmacklich nicht zu übertreiben. Fertig. So, und das ist unser hausgemachtes Rotkraut. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf Topfgucker.tv. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren